Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute geht es um die richtigen, echten inneren Klassen. Nicht um die Static Inner Classes, sondern die normalen. Und jetzt haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit, ganz normal Private, Protected und so weiter und so fort zu benutzen. Wir werden das Ding jetzt einfach mal Private machen. Und wir wollen sowieso nur von innerhalb der Klasse Schüler drauf zugreifen. So, was jetzt hier passiert ist, wir haben hier schon mal einen neuen Schüler erstellt in der neue Schülermethode. Das ist schon mal recht sinnvoll, aber wir haben ihn unabhängig von der konkreten Instanz gemacht. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob wir hier gerade, also ihr erinnert euch hoffentlich noch an das Wörtchen this bzw. self. Das ist jetzt kein richtiger Code, aber die beiden waren natürlich sehr, sehr wichtig, denn die sagen uns immer, haben wir jetzt hier tatsächlich mit dem Public String Name ABC Grundschule oder vielleicht mit G zu tun oder. Das hier ist noch eine Webseite, das ist von einigen Videos früher, das mache ich jetzt mal weg. Klar, Klasse Gymnasium habe ich auch schon gelöscht, aber lassen wir jetzt drin, macht ja nichts. Okay. Was wir jetzt hier also haben, ist, wir haben eine Static-Klasse oder eine Static-Instanz davon gemacht. Das heißt, dieser Schüler Hans ist nachher völlig unabhängig von der Schule. Er weiß nicht, auf was für eine Schule er geht. Er hat auch keine Ahnung, ob er auf die ABC-Grundschule oder auf G geht. Und deswegen möchte man vielleicht sagen, okay, dieser neue Schüler ist jetzt auch wirklich an diese Schule gebunden, denn ansonsten macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwie einen neuen Schüler erstelle, aber der Schüler ist irgendwie nicht an die Schule oder weiß zumindest nichts von der Schule. Vielleicht habe ich hier jetzt auch das eine Funktion public function void an Kurs teilnehmen oder sowas. Und da muss ich natürlich hier irgendwie wissen, was für Kurse es überhaupt gibt. Und die Kurse unterscheiden sich für jede Schule. Das heißt, das Ding ist definitiv nicht mehr unabhängig von der Oberklasse bzw. von der äußeren Klasse. Und deswegen muss ich jetzt irgendwie trotzdem wissen, was für eine Schule ich hier jetzt tatsächlich habe. Und dazu gibt es die normalen in der Klasse. Ihr seht, das Schlüsselwort Static ist hier schon weg. Das bedeutet, genauso wie eine Methode, also wie bei neuer Schüler, oder genauso wie jetzt hier bei diesen ganzen Attributen, muss man irgendwie angeben, was jetzt gerade für eine Instanz dieser Schule aktuell ist. Das heißt, wenn ich jetzt diesen neuer Schüler aufrufe, naja, dann habe ich ja schon eine Nicht-Static-Funktion hier, sprich, ich kann auf das Schlüsselwort this zugreifen. Das heißt, ich erstelle ein this.schüler oder generell einfach nur, ups, ein Schüler, so schreibt man das normalerweise immer. Und zwar über this.newSchule, newSchüler. Was jetzt passiert, ist folgendes. Es wird ein neuer Schüler erstellt und der hat implizit eigentlich hier noch ein weiteres Attribut, nämlich, so wie die äußere Klasse heißt, Schule, Punkt und dann this. Also über Schule.this kann ich hier zusätzlich noch auf die Instanz der Schule zugreifen. Das heißt, ich habe hier im Endeffekt alles zur Verfügung, was meine Schule auch kann. Und das als innere Klasse, die sogar noch private ist, aber das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und jetzt kann ich hier einfach hergehen und kann sagen, hey, ich weiß ja, auf was für eine Schule ich gehe. Also sagen wir mal, diese neue Schülerfunktion wird hier auf G aufgerufen. Das heißt, ich weiß, dass ich auf dem Gymnasium namens G bin. Das heißt aber auch, ich kann hier sagen, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel print zum Beispiel Schule, also der Name der äußeren Klasse, Punkt this. Also das hier braucht ihr wirklich nicht schreiben. Das passiert alles implizit. Das ist sofort da für euch, indirekt aber. Ihr wisst nichts davon, aber ihr könnt es natürlich jederzeit benutzen. Also es passiert alles intern sozusagen. Schule.this.name zum Beispiel kann ich ausgeben. Und dann wird, wenn ich diese Funktion von Hans aufrufe, also wenn ich hier schreibe, Hans.ankurs teilnehmen, ich hätte was kürzer ausnehmen sollen, dann wird automatisch ausgegeben, was heißt automatisch, wir haben es ja gerade hier hingeschrieben, der Name der Schule, obwohl wir hier in einer völlig anderen Klasse sind, also in unserem Fall, wenn wir hier neuer Schüler aufrufen auf G, wird erstmal dieser Schüler erstellt und dann wird der Name der Schule ausgegeben und zwar hierdurch. Also wird G ausgegeben. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Art, um G auszugeben im Endeffekt, aber man kann dann natürlich noch viel, 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 viel mehr daran machen. Vor allem, wenn man dieses Beispiel noch ein bisschen weiter
spinnt und hier zum Beispiel an Kursteilnehmen noch richtig füllt, also mit irgendwelchen Kursen der Schule, und diese Schule hat dann wiederum Kurse, die eben diese Schüler erstellt, und die lässt sie dann teilnehmen oder sowas. All diese Sachen kann man damit machen. Und die lassen sich wirklich sehr, sehr gut modellieren. Und zusätzlich kann jetzt hier niemand einen Schüler erstellen, außer die zugehörige Schule, weil das Ding eben private ist. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch eine relativ gute Ordnung. Das heißt, die Schule muss alle ihre Schüler selbst verwalten, und es läuft keiner Gefahr, dass irgendwie ein Schüler mal außerhalb erstellt wird und man versucht, ihn dann irgendwie doch noch als Parameter unterzuschmuggeln, und dann kommt wieder irgendwie ein Durcheinander zustande, sondern man hat das sofort eigentlich alles relativ schön geordnet und hat seinen Zugehörigkeitsbereich, nämlich diese Klasse Schule hier. Ja, das ist auch wirklich sinnvoll so, und ja, das ist auch alles, glaube ich, was ich euch erstmal dazu zeigen will und möchte. Genau, und dann hören wir uns eigentlich schon beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.